Das Rätsel um ein kleines Mädchen wird für Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg zu einem unerwartet dramatischen Fall. Wir wollten noch mal raus zum Tatort. Wir haben in der Teutonstraße haben wir noch was. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Sie gerade angefangen gekommen. Los, komm, raus. Hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Hallo. Ganz ruhig. Wieso schreien Sie so rum mit dem Kind? Rum schreien Sie? Ich bin fast vor das Auto gelaufen. Gucken Sie sich mal mein Auto an. Kommen Sie mal, zeigen Sie das Kind an. Ja, schön. Wo hast du arbeitest? Ich war gerade auf dem Weg. Toll. Da. Das soll das Kind gewesen sein? Nee, das war nicht das Kind. Die ist mir vor das Auto fast gelaufen. Da musste ich das Lenkrad umreißen und gegen die Mauer fahren. Und wo ist der Gegner? Was ist passiert? Die Mauer war der Gegner. Und wo war das? Mörserstraße hier vorne. Kollegen, seid ihr mal so lieb? Die war ganz alleine. Wie kann man ein kleines Mädchen ganz alleine auf der Straße rumlaufen lassen? Sie kennen das Kind nicht. Nein, das ist doch verantwortlich. Die hat mir dann eine Nummer gegeben, weil ich gefragt habe, ob sie eine Telefonnummer hat oder irgendwas. Hier, so ein Zettel. Da habe ich die Mutter angerufen. Die ist in Dortmund, die kann nicht kommen. Ja, beruhigen Sie sich mal ganz kurz. Moment mal. Ja, also jetzt mal ganz kurz. Wie heißt du denn? Kommen Sie mal zu mir. Bleiben Sie. Stimmt es, was die Frau gesagt hat? Bist du da vor das Auto gelaufen? Katrin Borgert. Also, nein, ich habe den Auto eigentlich nicht gesehen. Und dann bin ich vor lauter Schockierung gefallen. Und du kennst aber die Frau nicht? Wer sind Sie denn? Oh Gott, bin ich froh, dass die Wer sind Sie denn? Entschuldigung, ich bin die Oma. Mein Name ist Peter Albrecht. Ich wurde eben von meiner... Ach Gott, bin ich froh. Ich habe schon gedacht. Sie sind die Oma von dem Mädchen. Genau, das ist die Emily. Wir machen dann erstmal ein Pflaster drauf, ja? Und du gehst dann mal mit uns rein und wir sprechen mal darüber, genau, ne? Weil es ist hier ein bisschen zu laut. Die Kommissare entlassen die Autofahrerin. Sie ermitteln, dass das Kind eigentlich bei seiner Tagesmutter sein sollte. Die Kripo-Beamten werden erfahren, warum die Fünfjährige von dort verschwinden konnte. Sie halten es für möglich, dass der Babysitterin etwas zugestoßen ist. Na? Wie ist denn das passiert, dass du dir da so wehgetan hast? Also das war so. Also, ne? Ich hab den Auto so gesehen. Dann bin ich von Lautlichkeit runtergefallen. Und dann, ja, so hat sie mich aufgehoben und gesagt, ich gehe jetzt zur Polizei wach und dann sind wir jetzt hier gekommen. Und bist du freiwillig in das Auto eingestiegen? Dann hat sie dich reingezerrt. Also. Die hat mich so, ja, gezwungen. Gezwungen. Aber kannst du mir dann noch mal erzählen, warum du denn da weggelaufen oder hingelaufen bist? Wie kommt das? Normalerweise musst du doch ganz woanders sein. Also, von meiner Tagesmutter, sein Freund. Wovon meinst du die Hanni? Ja. Ja. Also du gehst zu einer Tagesmutter, ja? Ja. Jeden Tag? Ja. Mhm. Und, ja. Sein Freund ist Björn, der... Björn. Heißt der Björn? Ah, die Tagesmutter hat einen Freund. Ja. Und der heißt Björn. Aha. Ach, das ist meine Tochter. Und was ist mit denen? Und ja, wir wollten so ein Ausflug. Ja, Die Emily ist, beruhigt dich jetzt erstmal. Also es ist, das sieht schlimmer aus, als es ist. Und es ist okay, die ist auch nicht vor das Auto gelaufen. Sie hat nur ein paar Schrammen. Aber wo bist du denn? Ich glaube, ich gebe dich mal den Polizisten. Einen Moment. Frau Albrecht, hier spricht die Polizei, Klaus Schäfer, Duisburg. Ruhigen Sie sich mal ganz ruhig. Das Kind ist bei der Hanni in Pflege. Und wo befindet sich die Hanni? Wo wohnt die? Ja, das ist so Tagesmutter. Genau, die wohnt in der Mainzerstraße 3. In der Mainzerstraße 3. Und wie hat die Hanni auch einen Nachnamen? Ja, Berger. Berger. Hanni Berger. Hat sie im Auto? Hanni. Hat sie ein Auto? Ja, und sie hat, wissen Sie, ob sie ein Auto hat? So, und haben Sie da ein Kind in Pflege oder haben Sie da mehrere Kinder in Pflege? Nein, beide Kinder habe ich in Pflege. Die Pauline, die ganz klein ist, die Emily. Auch der dreijährigen Schwester des Mädchens könnte etwas zugestoßen sein. Die Großmutter dachte, die Kleine wäre in der Obhut einer Freundin ihrer Tochter. Die Kriminalisten bitten einen Kollegen, die Personalien der Tagesmutter zu überprüfen. Die schockierende Aussage der Fünfjährigen macht den Ermittlern klar, hier könnte ein furchtbares Verbrechen im Gange sein.
Wir haben eben noch drüber gesprochen, als das Telefon geklingelt hat. Die Emily hat uns erzählt, dass der Freund von der Tagesmutter, der Björn heißt, ne, der hat gesagt, was hat er da gesagt? Also, dass ich eine neue Mutter und einen neuen Papa bekomme. Was? Was? Also, das ist ja schon ein Ding. Und jetzt haben wir ja gehört, da gibt's noch ein Mädchen. Das ist es deine Schwester? Ja. Ach komm. Und wie, wo ist deine Schwester? Ist die Schwester? Bei Björn. Bei dem Björn? Wie sieht Björn aus? Kannst du mir den beschreiben? Ja, der hat schwarze Haare. Ja. Und ein Bart, so, der ist braun. Hast du einen Vollbart oder nur so einen leichten Bart? So. So, ja. Okay. Und der hat große Ohrenlöcher und der ist richtig mit Löchern? Ja. Und der ist auch sehr groß. Sehr okay. Groß? Was heißt groß? Also größer als ich? Ja. Also mehr als 80. Okay, wenn der Gianni die Adresse überprüft hat, würde ich sagen, wir rufen die SDA an, die Staatsanwaltschaft, und sagen, dass sie da in die Wohnung mal reingehen. Dann holen wir nämlich mal eine Streife, ja. Und dann soll die da gucken und dann sollen die gleich hier, die SDA sollen die Zustimmung geben, dass sie da reingehen können, ne? Ich habe ein Bild von dem. Ja, das ist sehr gut. Das hätte ich jetzt gern von den meisten. Mit Sicherheit hilfreich für Sie. Ich muss das nur, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Handy ganz neu. Ich muss da erst mal gucken, dass ich das hier hinkriege. Von den Kollegen erfährt Lara Grünberg das Kennzeichen des Fahrzeugs, in dem sich die Dreijährige vermutlich befindet. Die Kriminaloberkommissarin leitet eine Fahndung nach dem Wagen ein. Erste Fahndung drüben an alle raus. Er hat das Foto abgescreent, in alle Straßenwagen weitergeschickt. Genau. Sodass alle wundern wissen, wie das Kind aussieht. Das Kennzeichen kannst du auch noch gerade mitnehmen? Ja. 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 Emily, ist alles gut sonst bei dir? Hm? Ja? Da, also ich denke mal, das hört jetzt erstmal auf. Die Mama kommt hierher, ne? Mama kommt hierher. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal mit ihr hoch. Ja. Ne? Ja. Streifenkollegen sollen zur Wohnung der Tagesmutter fahren, um dort nach Anhaltspunkten auf den Verbleib des Paares und des Kindes zu suchen. Die weitere Befragung der Fünfjährigen bringt die Kommissare auf einen ungeheuerlichen Verdacht. Hast du nochmal für uns was von diesen Pjörn, wenn du nochmal drüber nachdenkst? Irgendwas, was dir einfällt. Was hat er gemacht den ganzen Tag? Hat er da gesessen, hat er da geraucht, getrunken? Ja, ist immer mit seinem Laptop. Oh, ja. Und ja, der hat doch von uns ein Foto von meiner Schwester und mir. Hat er euch fotografiert? Aber ich hoffe, immer nur angezogen, oder? Ja. Okay. Ja, und dann? Das ist ja hochinteressant, ne? Was hat er damit gemacht? Hat er das ausgedruckt? Hat er euch die Bilder gegeben? Oder hat er mir Der hat das auf dem Computer, also auf dem Laptop getan. Herr Klaus, ganz ehrlich, hier kommen wir kurz mit. Ja. Einen Moment mal gerade, ja? Ja. Ganz ehrlich, der verkauft die. Muss man im Darknet. Oder der bietet die an für irgendwelche Sexsachen. Er hat sie zum Glück nicht ausgezogen. Deswegen. Ja gut, du weißt nicht, das ist ein Kind. Wer weiß, was da noch alles vorgefallen ist. Ich rufe mit unserer Spezialabteilung mal an. Ja. Wir schicken die aber raus. Ja. Schick sie mal in den großen Saal, bitte. Genau. Ja. Unter Ausschluss von Großmutter und Enkelin verschaffen sich die Ermittler Zugang zum Darknet. Dort wickeln Schwerkriminelle häufig anonym Geschäfte ab. Die Kommissare entdecken eine schockierende Anzeige. Guck dir das mal an. Oh, schau mal hier. Der bietet hier tatsächlich zwei Kinder an. Und das ist doch die. Guck mal, das ist doch das Kind, oder? Ja. Ja. Scheiße. Oder? Ja. Im Kindersitz. Also schon alles vorbereitet, so im Kindersitz im Auto. Und der nennt sich auch noch Björn. Das ist ja unfassbar. Also, das ist ein Arschloch. Weißt du was? Hm? Ich spiele mit. Na klar. Ja, ist eine gute Idee. Sehr gut. Ihr wartet ja schon förmlich drauf, oder? Gib mir mal ein aktuelles Foto. Foto stimmt, Foto lebt. Also, je nach sitzt sie im Auto. Frag, wo wir sie uns treffen können. Wo? Sag mal, der tippt das sofort ein hier. Der wartet drauf. Also hier, ganz ehrlich, das muss jetzt ratzfatz gehen. Sonst sind die weg. Okay. Wo in der Straße ist das?
Hier, da rufen wir schon mal hier Einsatzzentrale, also Zivilkräfte bereitstellen, ne? Der ist drauf eingegangen. Okay, komm. Einsatzzentrale, wir brauchen mehrere Zivile. Alle Streifenwagen raus aus dem Viertel. Ich will da keinen Streifenwagen sehen, dann macht ihn nur nervös. Wir verposten das Ganze und die Uniformierten nur auf Zuruf. Oberste Priorität hat die Sicherheit der Dreijährigen. Um den Undercover-Einsatz nicht zu gefährden, halten die Ermittler ihr Vorhaben vor den Angehörigen geheim. Sie teilen ihnen lediglich mit, dass sie einen Verdächtigen aufsuchen werden. So. Wer sind Sie denn? So sind Sie Mutter? Ja. Ach Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist dir irgendwas passiert? Also ihr geht's gut. Sie hat hier eine Schürfwunde, beziehungsweise auf jeden Fall hier eine Wunde und hier unten. Haben Sie schon mitbekommen, was passiert ist? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ehrlich. Gut, ob ich. Das Hauptsache dir geht's gut. Eben. Wir suchen ja jetzt noch Ihre andere kleine Tochter. Ja. Und wir werden jetzt rausfahren. Und, ja, ich fahre natürlich mit. Nee, das ist so einfach. So einfach geht das bei der Polizei nicht. Ja, geht wirklich nicht einfach. Das Einzige, was wir mitnehmen können, Sie können mit einem Kollegen beim Streifenwagen mitfahren, aber dann bleiben Sie auch dort so lange im Auto sitzen, bis wir unsere Aktion beendet haben. Für die Kriminalisten ist höchste Eile geboten. Sie befürchten, dass der Tatverdächtige das Kind an den nächstbesten Interessenten verkaufen könnte. Und dann wäre die Spur der Dreijährigen verloren. Klaus Schäfer informiert die Verstärkungskollegen. Ganz kurz, dieser Parkplatz soll der Übergabeort sein mit dem kleinen Mädchen. Wir hoffen, dass er kommt. Wir können es nicht versprechen. Er scheint unter einem unheimlichen Druck zu sein, weil den Chat, den wir beide geführt haben, der war so heiß auf die Kohle, sodass er bestimmt hier auflaufen wird. Wer hat die Mutter? Wir beide. Ihr beide werdet unser Wagen nehmen. Ja. Werdet mit eurem Wagen auf den oberen Teil des Parkplatzes fahren. Wir werden uns genau in der Mitte, wollten wir uns treffen. Ich werde mich gleich anders verkabeln. Ich werde jetzt mein Kabel nehmen hier. Was ich hier habe, werde ich versteckt hier einbauen, damit er es nicht sieht. Ich werde jetzt auch meine Waffe abgeben, weil ohne Waffe, wenn er mich mit Waffe sieht, dann wird er davon ausgehen, dass ich im Grunde bin. Die anderen bleiben hier mit der Mutter stehen. Die Lara wird hier vorne sich verstecken. Ich werde ihn versuchen, aus dem Auto rauszulocken, zu einem anderen Fahrzeug auf dem gegenüberliegenden Platz Geldübergabe machen. In der Hoffnung, er kommt mit. Die Lara wird dann von hinten ihn umlaufen. Und wenn er dann versucht, wieder zurückzukommen, dann... Ja, wir versuchen zu... Dann Weg zu blockieren. Blockiert Lara, wir beide werden die Festnahme machen. Ihr werdet in dem Augenblick vorfahren, das Fahrzeug zu blockieren, euch sofort um Mutter und Kind kümmern. Oder um diese Nanni um das Kind kümmern. Die Frau ist auch festzunehmen, die ist Mittäterin. Wir wissen nicht, inwieweit sie auch noch als Haupttäter mit in Frage kommt. Alles klar. Ja? Okay. Verstanden. Ja. Okay, dann geht auf Position. Der Plan der Kommissare: den Verdächtigen von dem Kind weglocken, die Dreijährige somit in Sicherheit bringen und den Mann überführen. Doch der Täter ist ebenso skeptisch wie skrupellos. Na, alles klar? Okay, bist du? Ohne dabei? Ja. Ja? Ja. Wo denn? Ist das Kind drin? Ja, hier. Hab einen Teil Kohle dabei. Andere Kohle musste mit rüberkommen. Und das Kind der unterhält sich jetzt mit dem Herrn und möchte... Hat ja, auch Geld in der Hand. Du sagst, er hat das Geld dabei. Kommst du zu mir zum Auto, kriegst die Reste die Kohle. Und möchte mit ihm den Rest des Geldes aus dem Auto rausholen. Der Rest ist im Auto, logisch. Das kannst du. Und will aber auch, dass das Kind rausgeht, weil sonst kann die ja wegfahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einer steht da vorne. Der Bulli. Ich glaube, ich die Restliche dabei. Bin ja scharf aufs Kind. Was hast du denn gedacht? Du kannst die Kohle selber holen. Wie? Nee, das ist jetzt zu doof, ganz ehrlich. Wieso das denn? Der holt doch die Kohle selber. Ich kann doch beim Auto bleiben. Ganz ehrlich. Mach den Kram da alleine. Komm, bleib hier. Nee, was soll die Faxe? Wenn du die Kohle hast, dann kannst du einfach die Kohle da holen, okay? Dann kannst du die Kohle holen. Junge! Ey, was soll das denn? Runter! Was hast du da jetzt für ein Problem, Alter? Was willst du, Mann? Wer seid ihr? Polizei Duisburg. Sie sind festgenommen. Alter, warum? Was denn? Ist gar nichts los. Ja, aber das Geld hast du genommen. Ja, was das Geld?
Du musst aber von mir kaufen. Das Geld hast du in der Tasche, mein Ja, Freund. Was? So, sie sind jetzt erstmal festgenommen, okay? Okay. Boah, lass mich los, was soll denn der Scheiß, Mann? Irgendwas dabei noch? Kollegen, kommt ihr? Könnt ihr kurz was übernehmen? Dabei? Kind ist da? Ich gehe. Komm, ich lass mich liegen. Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Alter. Hallo. Übernehmt ihr ihn? Ja. Da tut der Lauf nicht weg. Hallo, Süßenbaus. Das haben wir in den Märchen gemacht. Ja, Märchenwald. Na, was ein Tipp bist du? Er hat mir vor einer Stunde gesagt, dass er das Land verlassen will und deswegen Kohle braucht. Und dann ist Emily abgehauen. Ich habe versucht, mich zu wehren, dann hat er mich geschlagen. Und dann habe ich nur gedacht, ich muss auf Pauline aufpassen. Marlene, es tut mir so leid. Also, ne, Hauptsache dem Kind gibt es erstmal. Aber können Sie mir mal erzählen, wieso das andere Kind weglaufen konnte? Ich weiß es nicht. Ich war kurzzeitig bewusstlos. Er hat mich geschlagen und dann lag ich da. Und als ich wieder wach war, hieß es dann, ich tue der Pauline was an. Du fährst jetzt sofort mit. Und dann habe ich gedacht, ich kann die Kleine auch nicht mit dem alleine lassen. Die Frau im Fahrzeug, die ja die Tagesmutter ist oder gewesen ist, ja, die bleibt natürlich festgenommen. Sie kann natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Sie hat ein Pfeilchen, sie wurde offensichtlich auch verletzt. Nur woher dies gekommen ist, das müssen wir natürlich auf der Wache klären. Sie bleibt erstmal festgenommen. Wir werden die ganze Situation, nachdem wir alle vernommen haben, der Staatsanwaltschaft übermitteln. Und die wird dann entscheiden, ob die Personen weiterhin festgenommen bleiben. Wenn wir haben. Ist wieder alles in Ordnung, ne? Das war der bei der Mama. Oh mein Gott. Toll. Okay. Ja. Oh Gott, was ist denn passiert? Können wir sie jetzt ins Auto packen? Das würde ich auch so vorschlagen, oder? Wir nehmen sie mal mit. Genau. Marlene, es tut mir so leid. Da kommt der Täter rein. In dem heutigen Fall haben wir eine Vielzahl von Straftaten vorliegen. Wie jetzt zum Beispiel hier der Menschenhandel, wenn man das jetzt einfach mal so darunter subsumiert. Wir haben aber auch die Körperverletzung der Frau, ja. Und wenn man den Festgenommenen vielleicht dann vernommen hat, dann werden sich wahrscheinlich noch andere strafrechtlich relevanten Sachverhalte ergeben. Aber das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt klären. Ich weiß gar nicht, was das Geld soll. Okay. Ja. Aber das Geld von mir annehmen, was du über Internet gefordert hast, das hast du getan, oder? Das gefordert. Keine Ahnung, was du willst. Du wolltest Klamotten kaufen. Ich wollte Klamotten kaufen. Steige öfter mal was auf dem Parkplatz. Du Klaus, so, und wir gucken uns trotzdem noch mal das Auto an. Machen wir gleich. Aber erstmal seine Freundin hier. So, die bleibt erstmal hier bei euch. Der Täter muss eine mehrjährige Haftstrafe absitzen. Die Dreijährige ist unverletzt und hat den Vorfall als Spiel angesehen. Es stellt sich heraus, dass die Tagesmutter tatsächlich von ihrem inzwischen ehemaligen Freund zur Mittäterschaft gezwungen wurde. Aufgrund dessen wird sie nicht belangt.